Ja, herzlich willkommen hier wieder auf dem Ragtime Channel. Heute beschäftigen wir uns wieder mit Ragtime. Wer hätte es gedacht? Nein, ich will heute was anderes machen. Und zwar werden wir heute etwas über Hip-Hop reden. Ja, über Hip-Hop oder Rap, je nachdem, wie man es nennen mag. Und zwar möchte ich heute mal mit dem... Ja, oder ich fange anders an. Ich werde oft belächelt, wenn ich sage, ja, Hip-Hop kommt ja von Ragtime oder anders formulierte, aus Ragtime ist ja auch Hip-Hop oder Rap entstanden. Das will man oft nicht so richtig wahrhaben oder glauben, weil, naja, es ist ja was Unterschiedliches und es hört sich ja ganz anders an und das kann ja überhaupt nicht sein. Und ach, hör mal auf, geh mal weiterspielen, ne, dein Ragtime und so. Nein, das hat wirklich etwas miteinander zu tun und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache heute ein kleines Beweisvideo. Und zwar habe ich, ich höre ja immer CDs und da bin ich, da stoße ich auf vieles und ich habe mal auf folgender CD hier, Golden Reunion in Ragtime, habe ich ein Lied gehört. Da hört man ganz deutlich, dass Hip-Hop oder Rap aus Ragtime entstanden ist. Und ein bisschen zu der CD hier, da spielen drei Ragtime-Pianisten in einem sehr hohen Alter, also im Alter von 70 bis 90 Jahren sind die, spielen die da immer noch Klavier zu dritt zusammen und singen sogar dazu. Das ist hier einmal Hubie Blake, sehr berühmt, alle drei sehr berühmte Ragtime-Pianisten, Joe Jordan und Charlie Thompson. Die spielen hier zusammen auf der CD und ein Lied, das heißt Old Black Crow, das kommt sehr nah an Hip-Hop und Rap-Rhythmen heran. Und wenn man sich Ragtime anhört, dann kann man schon einen Vergleich zu Hip-Hop ziehen und man hört anhand der Rhythmen, dass es gar nicht so weit hergeholt ist, wenn man sagt, ja, Hip-Hop ist aus Ragtime entstanden und es ist wirklich durchaus so. Wer jetzt Hip-Hop oder Rap hört, der wird zum folgenden Musikausschnitt oder Songausschnitt aus diesem Lied gleich mal hören, dass ihm doch da etwas bekannt vorkommt und zwar der Rhythmus. Es ist der Rhythmus anhand, daran erkennt man es nämlich, natürlich anhand des Gesangs. Joe Jordan singt dazu. Oder besser gesagt, man kann schon sagen, er rappt. In einigen Passagen rappt er sogar schon. Und das ist für diese Zeit natürlich beachtlich. Ich weiß nicht, wann das Lied geschrieben wurde. Das steht gar nicht hier dabei, oder? Ah, 1904. Da gab es ja jetzt nicht unbedingt schon Hip-Hop oder Rap. Aber wenn man sich das Lied so anhört, dann könnte man meinen, es sei eine frühe Form des Hip-Hops, sozusagen. Aber es ist Ragtime und das ist der Beweis, dass Hip-Hop eben aus Ragtime und Jazz, wenn man so will, entstanden ist. Ich präsentiere euch jetzt mal dieses Hörbeispiel von Old Black Crow und dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Hey, you fellas, come on over here. All right, yeah. Come, everybody, gather round me. Got a little story I'm gonna tell to thee. Bought myself and an old black crow, you see, who built his nest in the walnut tree. How do you know? How do you know? Said an old black crow. Said an old black crow. Now, where did you get your history from? An old black crow in a walnut tree. Bought myself a combination suit of underwear to keep out the damp and the chilly air. I wore it 6 months, without exaggeration. Couldn't get it off, cause I lost the company. How do you know? How do you know? Said an old black crow. Said an old black crow. Ich denke, das war eindeutig oder man hat es gehört aus dieser Passage, dass es sich eben um einen Hip-Hop-Rhythmus handelt, also wie man typischerweise rappt oder singt zu Hip-Hop. Martin Spitznagel hat es mal super erklärt, diesen typischen Ragtime-Rhythmus in einem Video aus diesem Vierteltakt. 1, 2, 3, 4 wird Take Out the Garbage. Also
Martin Spitznagel hat es so erklärt, dass aus dem Viervierteltakt Take Out the Garbage wird. Take Out the Garbage. Also Ragtime-Rhythmus ist so. Und das hört man in diesem, also in diesem Lied wirklich deutlich, dass auf einmal, na, dass eben dieses Rappen oder ja, dass es aus dieser Musik entstanden ist. Das sind die Wurzeln. Ja, so kann man es, denke ich mal, erklären. Und zum Abschluss würde ich euch gerne das Lied nochmal komplett laufen lassen. Ich glaube, da gibt es auch keine Probleme mit der GEMA. Nee, das ist auch in der Public Domain. Das heißt, das darf man öffentlich vorführen und da gibt es keine rechtlichen Probleme. Ich werde es ja dann sehen, wenn mein Video gesperrt wird. Okay, nein, hoffe ich mal nicht. Wollte ich jetzt noch irgendwas sagen? Nee. Ah ja, Max Keenly Site ist das Stichwort. Ne? Max Keenly Site ist ein Ragtime-Freund von mir, ein Pianist und Komponist. Und der hat sich die Arbeit gemacht, dieses Lied zu notieren. Also diesen Song, den ihr jetzt auch gleich nochmal hören werdet. Den hat er aufgeschrieben als Notenblatt. Ja, den gab es noch nicht als Notenblatt und den hat er dann notiert. Und er hat sich sogar die Arbeit gemacht, herauszuhören, was diese Sänger da überhaupt singen, weil ich kann es nicht verstehen. Also sie singen ziemlich schnell und manchmal sehr undeutlich und ich höre nicht, ich verstehe die Wörter nicht. Also ich kann schon Englisch, aber ich verstehe das akustisch nicht, was in dem Lied da gesungen wird. Und er hat sich wirklich die Arbeit gemacht und hat es ganz genau rausgefiltert. Und er hat sogar den Text zu den Noten dann dazu geschrieben. Und das kann man auf seiner Seite kaufen, das Notenblatt. Dann kann man es selber spielen am Klavier oder singen, wie man das möchte, wenn ihr selbst Klavierspieler seid oder Sänger und ihr das singen möchtet bzw. spielen. Dann könnt ihr mal vorbeischauen auf Max Keenly Sites Internetseite. Ich verlinke das in der Videobeschreibung. Da könnt ihr da auf den Link klicken und dann gelangt ihr direkt dahin. An dieser Stelle nochmal ein Gruß an den werten Herrn Keenly Site, Mr. Keenly Site. Okay, ich bin jetzt hier raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf dem Ragtime Channel und immer dran denken, I'm certainly living a ragtime life. Ich kann nichts dafür, also. Hey, you fellas, come on over here. All right, yeah. Come everybody, gather round me. Got a little story I'm gonna tell to thee about myself and an old black crow, you see, who built his nest in the walnut tree. How do you know? How do you know? Said an old black crow. Said an old black crow. Now where did you get your history from? An old black crow in a walnut tree. Bought myself a combination suit of underwear to keep out the damp and the chilly air. I wore it 6 months, without exaggeration. Couldn't get it off, cause I lost it. How do you know? How do you know? Said an old black crow. Said an old black crow. Where did you get your history from? An old black crow in a walnut tree. I once knew a doctor by the name of Peck. Fell in a well, broke his neck. Serves him right, he ought to stay at home. Tend to the sick and let the well alone. How do you know? How do you know? Said an old black crow. Said an old black crow. Where did you get your history from? An old black crow in a walnut tree. Went to the fish market to get some smelt. Yeah. I said, missus, you got some smelt? Yeah. Of all the smells I ever smelt, I never smelt no smells like them smells. How do you know? How do you know? Said an old black crow. Said an old black crow. Oh, where did you get your history from? An old black crow in a walnut tree. I went to call on my gal named Bess. I said, come down, dear. She says, I'm all undressed. I said, slip on something. Come down, dear. Slipped on the step and broke her ear. How do you know? How do you know? Said an old black crow. An old black crow. Where did you get your history from? An old black crow.